Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinmar Shoppen. Ich mach mal die Kamera ein bisschen seitlich. Na gut, riecht ja so. Ah, hier ist nämlich wieder so ein bisschen was voll, aber es ist jetzt nicht weltbewegend. Also, noch mal Fokus nochmal anmachen. Wirklich halt nur Sachen, die ich brauche, beziehungsweise ein Geschenk ist mit bei. Und wie Sachen, wo ich sage, naja, okay. Fangen wir mit der größten Sache an, damit wir den Platz hier frei haben. Wenn ihr den Stream mitgekriegt habt. Also den Hangout. Mir ist mein Klo kaputt, ja, mein Klositz. Und ich habe ihn jetzt bei Otto bestellt gehabt, weil ich da noch Guthaben drauf hatte. Durch Otto ab. Habe ich mir bestellt von Kornhardt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Duplexplast ist das. Also, das ist, glaube ich, mit Material, und das Ding heißt Anetto 2.0. Das ist ein Klositz. Weil mein Klositz kaputt gegangen ist. Beziehungsweise das, wo der Klositz eingerastet ist. Beziehungsweise das, wo die Schraube, also müsst ihr euch vorstellen. Wenn euer Klositz, wenn das euer Klo ist, wenn ihr oben rauf guckt in euer Klo. Hier in den Ecken sind ja Löcher. Und da geht eine Schraube durch. Also bei den meisten. Bei dem jetzt nicht, erkläre ich später. Da geht ein Löcher, und da kommt von unten Masse halt eine Schraube. Und da kommt dann so ein Kontermutter und was weiß ich ran. Und dann hast du oben ja, etwa so eine breite viereckige Metallplatte. Ja, die ist lose. Die ist da auf dieser Schraube drauf, die, ja, und die wird dann halt auf so ein auf so ein längliches Plasteteil gemacht, wo einfach so raufgeschoben, und dann wird das so reingemacht, von unten fixiert, auf der anderen Seite genauso, und dann kann man das ein bisschen hin und her machen, weil nicht bei jedem Klo die Löcher gleich weit auseinander sind, und damit das halt auch gerade ist, damit man ein bisschen justieren kann und so. Und da ist es praktisch, diese Plasteteil, diese Schiene, wo praktisch das Metall reingeschoben wird, ist eine Seite weggebrochen. Und dadurch ist es kaputt. Aber der Klodeckel, der ist jetzt auch schon 8 Jahre alt. In etwa. Meine Frau hatte den gleichen, da hat er nur 2 Jahre gehalten. So. Und bei dem ist es jetzt das Besondere. Wusste ich auch nicht, dass es das geht, weil mein Klo ein bisschen beschissen eingebaut ist. Mein Klo ist praktisch, wenn ich so auf Klo sitze, sitze ich so da. Weil hier ist die Wand, also da ist so ein Schacht, wo die Wasserrohre sind. Der geht etwa bis hier. Dann kommt hier so ein bisschen Platz, habe ich denn hier so. Weil hier kommt dann schon gleich das Waschbecken. Also, Und hier ist die Wand vom Fensterbrett. Da habe ich auch vom Klo bis zu der Wand vom Fensterbrett gerade mal so viel. Zur Wand. Also, Fensterbrett weiter oben, der guckt ja noch ein Stück raus. Also, Wand ist etwa so viel. Bis zum Fensterbrett so viel. Weil das Fensterbrett so ein Stück raussteht. Und das ist nicht bündig mit der Wand, das steht ein Stück raus. Richtig beschissen. Kommt so richtig beschissen unten runter. Richtig beschissen eingebaut. Und auf der anderen Seite steht ja mein Schrank und so. Aber ich habe hier was gefunden, und zwar, ich werde euch das auch verlinken. Da kann man von oben, also auch mit Absenkautomatik, das ist mir ganz wichtig, weil die Große, wenn die abends auf Klo geht im Halbschlaf, oder beziehungsweise die schlafwandelt auch. Hat sie von mir. Dass sie abends auf Klo geht und dann lässt sie den Deckel einfach fallen. Die wird ja nicht wach davon. Die pennt weiter, geht ins Bett. Aber ich stehe dann senkrecht im Bett. Weil das Klo gerade neben meinem Schlafzimmer ist. Und dann geht die da um 3, 4, 5 in der Nacht auf Klo und dann lässt sie das schwere Ding da fallen. Da stehst du senkrecht im Bett. Ja. Nee, Quatsch, 8 Jahre ist der gar nicht alt. Ich habe den ja ausgetauscht mit der Absenkautomatik. Nur ich hatte vorher keine Absenkautomatik. Ich hatte ja vorher den mit dem Sand und den mit den mit den Ster mit dem Seestern drin und so. Genau, und weil sie nachts manchmal immer das nicht benutzt hat, die Hand, ja, einfach tsch, fallen lassen hat. Deswegen habe ich mir ihn mit Absenkautomatik geholt. Das so war das, genau. Der ist jetzt 5 Jahre alt oder 6. 5, 6 Jahre alt ist der Klositz. Ja, und der hat halt, Jute, den kann man von oben festschrauben.
Hier stehen auch dann nochmal die Löcher. Da war ich mir am Anfang ja nicht so sicher, weil 7,5 und 17 und da hatte ich mir ein paar Videos angeguckt und so. Also das sollte eigentlich passen, weil das ist ja flexibel, aber ey, dass es da so viele Maße gibt, obwohl das eigentlich teilweise echt ist, also sehr kurios. Aber Juna und Josie freuen sich schon. Ich freue mich auch, dass wir gleich wieder einen Klositz haben. Den werde ich nämlich auch gleich anbauen nach diesem Video. Werde ich den sofort anbauen. Und achso, der hat noch einen Vorteil. Also, wie gesagt, der ist made in Germany. Absenkautomatik, Montage von oben und Quick-Up hat der. Und rostfrei. Der hat Quick-Up. Das heißt, im Gegensatz zu anderen. Früher ist es ja bei meinem alten Klositz war das so, ich konnte den Deckel nach oben machen und die Brille, wo man drauf sitzt, konnte ich auch nach oben machen. Aber das ganze Ding war ja noch an dem Klo befestigt. Und dann hast du dann praktisch hier die Halterung, hier die Halterung und hier kommst du kaum durch. Da musste ich mir dann mal einen alten Eisstiel oder ein Stück Draht nehmen, um den Lappen so durchzuschieben, dass du wirklich hier auch unter diesen Deckel kommst. Weil wenn du von hier gemacht hast und von hier gemacht hast, hast du immer noch einen schmalen Streifen gehabt, wo du nicht rangekommen bist. Und da habe ich dann immer mit einem alten Eislöffel oder mit einem Stück Draht oder, ja, was weiß ich, dann immer hier so Lappen runtergeschoben und dass ich dann halt hier unten runter auch sauber machen kann. Ist jetzt bei dem Deckel anders. Da hast du hier hinten und da auf beiden Seiten so einen Druckknopf und dann kannst du das ganze Ding anheben. Dann ist praktisch auf dem Klo nur noch dieser runde Pinüppel auf beiden Seiten mit diesem Metallstift, der hochguckt. Und dann kannst du das alles sauber machen. Kannst du den runde Pinüppel sauber machen, kannst du Metallstift sauber machen, kannst du die ganze Klo sauber machen. Voll geil. So. Dann, wenn wir schon dabei sind, kommen wir weiter zu Sachen im Haushalt reparieren. Ich habe mir Fischerdübel und Schrauben geholt. Für meine Soundbar. Ich möchte die Dübel von der Soundbar gerne rausnehmen und die Fischerdübel rein. Und mein Schwager hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wie ich die am besten versenken kann und noch so ein paar Tipps. Und auch wegen Rotband ein paar Tipps gegeben, weil ich habe mir auch Rotband geholt. Ja, da will ich das vorher noch in die Löcher reinmachen. Und lasse ich die, mach den Dübel dann rein und lasse die dann. Und Soundbar lege ich dann für die vier, oh, Entschuldigung, für die 24 Stunden aufs Lowboard drauf. Und dann bin ich mir aber sicher, dass das fest ist. Und dass ich, die Schrauben mache ich so ansatzweise rein, ja, damit das Loch da ist, dass ich das weiß, wo ich anvisieren muss. Und dann, wenn das dann nach 24 Stunden trocken ist, kann ich dann Schrauben durchmachen und dann bin ich sicher, dass das definitiv fest ist. Aber die sind definitiv was länger, die Fischerdübel. Und die Schrauben sind auch was länger, also muss ich die Löcher auch nochmal ein bisschen vergrößern. Ich werde mir dann auch noch ein bisschen mehr anmischen, wahrscheinlich, weil ich habe ja am Schlafzimmer, also im Wohnzimmer, hinter dem, was ich immer hinter dem einen Kissen verstecke, die sechs Löcher von der alten Halterung vom TV. Weil der TV war ja früher auf der Seite, jetzt ist er auf der Seite. Und die sind wirklich groß und da hatte ich Silikon-Dings drin gemacht und das ist jetzt so ein bisschen. Ja, nach innen gegangen. Da hat mir mein Schwager noch mehr, Andi, falls du das siehst, danke dir, ein paar Tipps gegeben, wie ich das vermeiden kann. Das werde ich nämlich demnächst auch dann machen. Wenn ich das gemacht habe, werde ich gleichzeitig die Löcher aufmachen. Und da auch, werde mir gleich ein bisschen mehr Rotband anmischen. Und dann das machen. Und dann brauche ich halt noch weiße Farbe. Die wollte ich sowieso demnächst auch noch holen. Und dann kann das losgehen. Und dann ist es nicht mehr so vertieft, sondern wird es gerade sein. Und dann fällt es nicht mehr so auf, weil das stört mich arg. So, dann habe ich Batterien gekauft. Haben sie nämlich bei Lidl? Ich glaube, es war Lidl. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin fast sicher, dass es Lidl war. Und die haben halt auch hier die großen mit bei. Hier unten die hier. Die sind für mich sehr wichtig. Einmal für die Fernbedienung von meiner Kamera, also die hier. Zweitens für die Fernbedienung vom Monitor, wo ich den Stream monitor, um hin und her zu schalten, weil die spackt schon ein bisschen ab. Da müssen neue Batterien rein, dass ich halt zwischen HDMI und DisplayPort wechseln kann. Dann drittens die Fernbedienung, die ich für die ganzen technischen Sachen teilweise habe, aber das ist nicht so wichtig, weil das kann ich alles über App steuern.
Aber für meinen TAN-Generator, also wo die Karte unten reinmachst und dann musst du dann halt. Und dann kannst du einen TAN erstellen. Dafür brauche ich das, also zwei Stück und für meine Waage. Also gehen schon mal zwei, vier. Warte mal. Da ist eine nur drin. Waage, TAN-Generator sind zwei, sind vier. Bei der Fernbedienung auch zwei drin. Zwei, vier, sechs. Plus da sind sieben. Gehen sieben Batterien schon mal alleine dabei flöten. Und dann habe ich auch noch kleine, dicke, runde, hast du nicht gesehen. Habe ich jetzt nicht mehr gefunden, meinen alten Laserpointer, aber damit könnte ich dann, mit den oberen, könnte ich vielleicht sogar den alten Laserpointer wieder in Betrieb bekommen. So. Dann habe ich mir bei Otto, nee, Quatsch, bei Otto, bei Penny. Ja, da kriegst du ja Punkte, wenn du einkaufst. Das sind so Klebepunkte, da musst du, hast du so ein Heft, da klebst du die ein. Ja. Und da habe ich mir zwei Sachen geholt. Da habe ich mir einmal die Schere geholt und einmal ein Messer. Ich werde euch, also das sieht dann so grau verpackt aus. Ja. Und da muss man dann halt 50 Punkte sammeln. Und das Messer kam, glaube ich, 1,99 und die Schere 2,99. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und Scheren kann man ja, kann ich, Scheren kann, ich hätte eigentlich zwei Scheren nehmen müssen, weil Scheren kann ich hier gar nicht oft genug gebrauchen. Ich weiß, ihr könntet schon nicht mehr hören, aber ständig sind meine Scheren weg. Ständig, ohne Scheiß. Ich kaufe eine Schere. Oh, die hat ja nicht mal einen Schutz. Okay, ich hab noch eine geholt mit Schutz. So, die hat dann hier auch einen Flaschenöffner. Ja, hier hat so ein geriffeltes Ding. Ja, hier unten hoch für Knochen halt so. Schön. Geht auch leicht. Ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Ja, kannst du halt hier auch so machen. Oder so. Oder umdrehen. Na, das ist ganz gut. Und irgendwie kommen meine Scheren immer weg. Die große haut. Grundsätzlich nimmt die Schere und macht die irgendwo hin. Und wenn du sie dann fragst, ich habe doch gar keine Schere genommen. Und dann findet sie bei sich im Zimmer oder irgendwo anders. Stimmt, ich hatte sie ja für das und das und das. Aber wenn ich sage, du hast sie, nein, ich habe keine Schere genommen. Und so sind, ungelogen, Leute, ungelogen. Ich habe da fünf oder sechs Scheren in meiner Küche, wenn du reinkommst, rechts oben auf diesen Magnethalter, wo du Messer ranmachen kannst. Fünf oder sechs Scheren von drei, vier so großen. Über eine mittlere, über eine kleinere und dann halt so eine, aber mit Hütte, wenn das mal reicht. Es ist chronisch so, dass ich davon, entweder ist, wenn ich Glück habe, ist eine da, meistens habe ich kein Glück und es ist gar keine da. Ich keine Ahnung, und du suchst denn wie ein Weltmeister und dann sagst du, was ist denn da das Problem? Die Sache, denn doch mal, wenn man sie denn benutzt, ist doch kein Problem. Aber dann mal wieder dahin zu räumen, wo sie hingehört. Die hört ja nur mal eine Küche. Jetzt habe ich schon gesagt, Scheren werden aus der Küche nicht mehr entfernt. Habe ich gesagt. Hier nach Bracht hat es gleich null. Nada, niente. Nee, kann ich nicht so sagen. Ich habe jetzt öfters das Glück, dass wenigstens eine Schere da ist. Also, das ist schon mal viel wert, würde ich sagen. So, und dann habe ich mir hier so ein schönes Messer geholt, weil die Größe mit dem vorne schmal zusammen und vor allen Dingen hier mit den leichten Riffeln für Käse habe ich noch nicht gehabt. Schön scharf. Ja, das habe ich noch nicht gehabt. Und dann kannst du halt schön Käse schneiden. Durch diese Rillen hier. Warte mal, hier oben, die hier. Ja, bleibt es dann halt nicht am Käse hängen. Dann kannst du halt den Käse schön schnippeln. Und halt die Größe ist halt auch schön, der Griff ist schön. Ja, ich bin mal gespannt, was sie als nächstes bei Penny haben. So, das packen wir, das kommt ganz zum Schluss dann. Dann habe ich gekauft. Achso, ja, bei Otto.
Hatte ich denn noch was gekauft? Ich muss auch noch gucken. Ich habe jetzt praktisch noch 38 Cent über, nee, Quatsch, 34 Cent über gehabt von meinem Gutschein. Also ich habe ja Geld in Form von Otto-Abguthaben mit der Klobrille und dem, was ich euch jetzt zeige, habe ich 30 € ausgereizt gehabt und es waren halt noch, also fast 30 €, es waren halt noch 34 Cent über. Nee, 35 €, Entschuldigung. Die hat 30, 29 noch was gekostet, das hat 4 noch was gekostet, 35 €, Entschuldigung. Waren noch 34 Cent über. Ob die mir jetzt verloren gehen, ob mir gut geschrieben sind, weiß ich nicht. Das muss ich noch nachgucken. Und zwar habe ich, weil ich habe auch die Otto-App drauf, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Otto-Kunden seid, Otto-App und Otto-Newsletter anmelden. Und da war wieder mal eine Aktion. Das machen sie öfters mal zum Wochenende oder zum Wochenanfang, dass sie irgendwie eine Aktion haben. Nicht nur hier wohnen 20% und dies 20 und hier 10 und was weiß ich. Die haben da auch Artikel, die extrem günstig sind dann. Ja, da habe ich ja schon ein paar Mal zugegriffen. Einmal bei den Handtüchern, die habe ich vor, na gut, das ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her, gezeigt. Da habe ich für 15 € Handtücher im Wert von 50 € gekriegt oder sowas in dem Dreh. Und hier habe ich jetzt nochmal für 24 AA-Batterien. Und die sind, die hatte ich schon mal, die von Otto. Die sind wirklich gut, diese grau-schwarzen. Warte mal, wo ist meine Fernbedienung? Da. Die sind wirklich gut. Könnt ihr auch nachzählen, wenn ihr wollt. Das sind 24 Stück. Ich muss ja auch für Weihnachten wieder vorsorgen, für die Lichterkette und sowas. Ja. Also ich kann, Batterien kann ich ja nicht genug, die brauchen. Leider hatten sie jetzt nur die großen, also die AA. Die Dreifach-A waren diesmal nicht, aber ich denke mal, die Dreifach-A wären in einem Monat, 2 Monaten, wenn die dann auch mal wieder im Angebot sind, 24 Stück oder so. Da werde ich dann auch nochmal zugreifen. Ja, wie gesagt, 24 Stück. So sehen die aus, grau, schwarz. Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe dafür jetzt bezahlt, also ich, für die Leute, die jetzt raten wollen, könnt gerne mal einen Chat schreiben. Oder ich mache noch 2 Produkte und dann sage ich euch, was die gekostet haben. Könnt gerne mal in den Chat schreiben, was ihr denkt, was ich bezahlt habe für 24 AA-Batterien. Steht irgendwie Power, steht hier nicht drauf. Aber könnt ihr gerne mal raten. So, habt ihr jetzt die Zeit? 2 Artikel zeige ich euch noch. Könnt ihr jetzt in der Zeit im Chat schreiben. 24, und das sind wirklich 24, könnt ihr zählen, wenn ihr wollt. 24 AA-Batterien. Batterien, also die großen, nicht die kleinen für Fernbedienung, sondern die größeren. Was Kinder halt für Spielzeug brauchen, meine Tochter übrigens auch, für ihren Dino und was weiß ich, alle, dat, die gehen weg wie warme Semmeln. Dat, dat, für die Große, für ihre Lichtplakat oder was das da ist, wo sie irgendwelche Buchstaben reinschieben kann, geht weg wie nix. So. Könnt ihr gerne raten. Wir machen jetzt noch 2, 3 Sachen und dann sage ich euch mit. Ich bin mal gespannt, was im Chat steht. Jedes Mal zum Schluss. Bin mal gespannt, was im Chat steht, was ihr denkt, was die kosten. So, dann habe ich hier bei Amazon bestellt. Weil ich habe meinen jährlichen, monatlichen Gutschein bekommen bei Amazon. Und da habe ich einmal, den möchte ich aber, den darf ich auch komplett zeigen, einen Bikini bestellt für meine Tochter. Nee, Badeanzug. Oder? Bikini ist geteilt, Badeanzug ist zusammen, oder? Das Ding, was zusammen ist. Weil sie mag Bikini nicht. Stimmt, Bikini, genau, Bikini, Ober, Unterdeck, genau. Sie mag Bikini nicht, jetzt erinnere ich mich an das Gespräch, weil sie will nicht, dass man den Bauch sieht. Warum auch immer. Sie ist nicht dick. Also, ich verstehe es nicht. Muss ich auch nicht verstehen, ist ihr Ding. Ich kann es auch nicht verstehen, keine Ahnung. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich möchte lieber einen Badeanzug sehen. So für alte Leute, wisst ihr noch, die blau-weiße Streiften, wie sie eine 30er anhatten und Anfang der 40er noch. Oder aus den 20er Jahre kommt der, glaube ich, wo sie so Brüder waren. Wenn ich sagen würde, gut, ich will so ein Ding haben. Aber naja, okay. Und da haben wir halt dann hier für sie ihn geholt. Weil sie ja auch Klassenfahrt hatten, dann wollen sie auch Bahn fahren jetzt demnächst. Und der ist dann halt, ist auch Rücken, ist so ein bisschen teilfrei, halt hier mit Strippen zusammengehalten, damit halt nicht alles offen ist hinten. Vorne so mit Strippe zusammengehalten und dann hier so eine Art Netz hier, so ein bisschen, da sieht man das hier, so, hier so ein bisschen Netz, so halb durchsichtig und so. Ja, und ja,
Auch ein bisschen Sehausschnitt, aber naja. Und ja, den habe ich jetzt für sie geholt, für ihre Klassenfahrt. Und weil sie ihn brauchte. Bei den anderen konnte sie sich nicht entscheiden. Also habe ich gesagt, gib's erstmal nicht. Wenn du dir sicher bist, dass du den willst, sag Bescheid, dann kann ich den immer noch bestellen. Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier zwei Badeanzüge bestelle. Einen bist du sicher und einen sagst du, naja, Dann bestelle ich den Ersatzbadeanzug lieber was später und dann weiß ich, da bist du zufrieden mit. Und nicht so ein Ding, wo du sagst, ja, ich brauche ja zwei, einen wegen Wechseln und so. Da lege ich Wert drauf. Ja, dass du nicht die ganze Zeit mit den nassen Klamotten rumrennt. Aber jetzt geht's mal für die Klassenfahrt. Wobei, bei der Kälte werde ich glaube ich nicht, dass sie ins Wasser gehen werden. Aber die wollen irgendwie Floß machen oder so. Keine Ahnung, werden wir sehen. Da wird auf jeden Fall nochmal was Neues kommen, dass er halt auch was zum Wechseln hat. Dann, ich habe nachgeguckt. Ich glaube, vor 10 Jahren, nee Quatsch, über 10 Jahren. Nee, doch vor 10 Jahren. Ein Stück Popcorn. Vor 10 Jahren habe ich das Video gemacht über meine Bauchtasche. In der alten Wohnung. Ich habe ja gesagt, ich brauche noch eine. Wieder, weil bei meiner Bauchtasche. Ja, ich hatte jetzt die Möglichkeit, eine zu nehmen mit einer großen Tasche oder halt wieder mit einer kleinen und einer großen. Ich habe mich für eine kleine und eine große entschieden, so wie meine alte Bauchtasche. Auch wieder eine Eastpak. Weil, wie gesagt, die hat jetzt. Die ist ja nicht so, dass meine Eastpak großartig kaputt ist. Für den Sommer und so ist die ja noch okay, meine Eastpak. Die hält wirklich gut. Der Verschluss ist gut. Der ganze Gürtel ist gut. Die Tasche ist gut. Der Reißverschluss ist nicht ausgefranst. Nichts. Es ist wirklich, die ist wirklich noch so an sich gut. Sehr weich geworden, der Stoff. Also wirklich, das ist jetzt hier mit dem Storrenzeug jetzt nicht zu vergleichen. Aber das Problem bei meiner ist, und das ist mir schon oft zum Verhängnis geworden, dieses Glitzerzeug, was ihr hier oben habt. Das Wasserabdichtende und auch hier hinten, ja, mit diesem Doppelten und auch in der Vorderseite, das seht ihr auch und am Fußboden auch. Das ist bei mir nicht mehr so wirklich vorhanden oder nur zum Teil vorhanden. Und hier um den Reißverschluss, um beide, hier franzt es schon aus. Also hier habe ich schon so ein bisschen Lücken vom Stoff her oder von der Halterung, aber der Reißverschluss hält halt noch. Und ich brauche meinen Reißverschluss. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde die hier wahrscheinlich, weil die so schön hart ist und so, die werde ich mir ein bisschen größer machen. Dann nehme ich meine andere für den Bauch, weil ich kann die ja noch nehmen. Und die werde ich dann ein bisschen größer machen, dass ich sie mir dann so vorne drüber schmeißen kann. Ja, wenn wir wieder im Park sind oder was weiß ich. Ja. Weil dann brauchst du nicht unten rumzimpeln, dann machst du so. So. Dann Nachfüllpacks für die Entfeuchter. Hatten sie im Angebot von W5 ist das, bei Lidl hatten sie ein Angebot. Hier waren, wie viele sind hier drin? 3 Stück oder so. Ja, Dreierpack. 3 mal 1,2 Kilo sind hier drin. Und ich habe halt so viel bezahlt für zwei. Ja, das ist halt hier so ein ja. Für Räume bis 80 Quadratmeter. Ja. Das habe ich in dem Zimmer von meiner Tochter drin. Was nicht mal 80 Quadratmeter ist, ist 5, 6 Quadratmeter. Ist halt so ein langer Schlauch. Dann hat sie einen davon drin. Also einen Feuchter mit so einem Beutel. Und einen elektrischen. Da war auch schon der Handwerker heute. Nee, vorgestern war er da. Und hat sich alles angeguckt, weil ich mich beschwert habe, dass es so nicht weitergehen kann. Sie hat Haken in der Wand, wo sie halt so eine Lichterkette oder was weiß ich, wo sie mal was aufhängen kann, hat sie vorne zwei, hinten ein, dass sie dann so ein bisschen Lichterkette rumspielen kann und was weiß ich alles. Oder sie hat doch schon mal so ein Hängeteil dran gehabt, wo man mit so Fächern, ja, kann sich dann variieren. Die Haken in der Wand rosten. Die fangen jetzt an zu rosten oder der eine ist schon durch oder ist schon Rost. Jetzt fängt die Lampe in der Mitte vom Raum. Die hat nämlich einen Metallfuß, den du oben an der Decke ranschraubst, ne? Und dann hängt die so Strippe und dann hier die Lampe. Jetzt fängt die auch schon am Rand an zu rosten. Es ist nicht normal, da muss der Vermieter sich jetzt halt einfallen lassen. Ja, aber ich sehe es schon kommen. Wir sind wieder schuld, wir lüften nicht richtig, hast du nicht gesehen.
So, achso, und dann halt noch, weil oben Angebot war nochmal so ein Paket hier. Das ist halt so ein Teil, wo der drin kommt. Also hier oben rauf. Und der Deckel kommt dann oben rauf, falls eins kaputt ist. Und weil vor allen Dingen hier sind auch nochmal zwei Beutel mit drin, also habe ich insgesamt fünf. Ja? Und der soll in die Küche kommen. Aufs Katzenklo rauf. Also das Ding. Und ein Beutel kommt jetzt demnächst zu dem von Josie. Der ist bald fertig. Der ist dann leer. Ja, und dann kommt diese Stoffhülle weg und dann kommt davon ein neuer Beutel rauf. Weil da kommt immer nur ein Beutel rein. Und dann sind die anderen drei Beutel noch verschlossen. Habe ich nur drei. So. Dann. Ja, kommen wir erstmal zu den Batterien. Genau. Was ihr gedacht habt, bin mal gespannt, was im Chat steht. Oder in Kommentaren steht, was ich dafür bezahlt habe. Ja, da bin ich mal ganz, ganz gespannt, was da für ein Preis steht. Endeffekt kann ich euch das hundertprozentig sagen, was ich bezahlt habe. 4,44 Euro. Wegen dem Preis, den habe ich mir gemerkt. 4,44 Euro für 24 AA-Batterien. 4,44 Euro. Ist ein guter Preis. Bin ich der Meinung. Wenn man vor allen Dingen weiß, dass die halt hier etwas länger halten. Ich habe auch schon die von Kick gehabt, die Batterien. Da zahlst du für so ein Achterpack einen Euro oder 1,50 € mittlerweile. Wären dann 4, 8, 8, 16, 24. Genau. Wären drei Packs. Wären wir bei 3 Euro. Die kosten ja auch schon. Also wenn sie noch 1 € kosten, wären wir bei 3 Euro. Wenn sie jetzt 1,50 € kosten, weil ich bin der Meinung, kosten mittlerweile 1,50 €, wären wir da bei 3 Euro, 4 Euro, 4,50 €. Also immer noch werden die noch billiger. Aber die halten länger als die von Lidl. Von Kick. Also ich habe die ja, wie gesagt, ich habe die ja schon ein paar Mal geholt, in groß und in klein. Und ich weiß daher, wie lange sie in Fernbedienung und in Technik halten und auch in meinen Winter, also in mein Weihnachtsdeko. Leuchten, also diese Kerzen, ja, und die schlagen die von Kick um Längen. Die von Kick halten, wenn man sie dauerhaft anmacht, sagen wir mal einen Tag, die halten das Dreifache mindestens. Also deswegen die. So, dann haben wir hier noch. Ich habe das DLC von Horizon Forbidden West. Burning Shores habe ich auch, das kann ich euch aber nicht zeigen, weil es ein DLC ist. Aber ich kann euch die beiden zeigen. Da werde ich auch noch einen angezockt machen. Wir haben sie jetzt nur gestreamt. Ich werde sie nochmal aufnehmen mit 4K HDR-Qualität. Dead Island 2. Natürlich ab 18 Uhr freigeben und auch Resident Evil 4 Remake werde ich euch ab 18 Uhr freigeben. Ich war vom Remake überrascht, muss ich sagen. Weil damals hat er mir überhaupt nicht gefallen. Also, Resident Evil 4 hat mir nicht gefallen. Ich habe ab 5 erst wieder weitergemacht, weil mit diesen Dingern, die aus dem Kopf waren, ich war da sehr verblendet, weil es war nicht mein Resident Evil. Mein Resident Evil hat was mit Zombies zu tun und hast nicht gesehen. Und es war nicht mehr mein Resident Evil. Und ich war jung und ja. Und jetzt sieht das alles, bin besser älter. Und seht das ein bisschen ruhiger. Warum PS4-Version? Weil hier unten steht so: Gratis-Version zur PS5 updaten. Ne? Und die PS4-Version. Na komm. Ich hoffe, der hat es jetzt gemacht. Die PS4-Version war halt ein Stück billiger als die PS5-Version. Und ich habe dann halt das Gratis-Update. So, das war der Grund. Dead Island habe ich noch. So, dann habe ich von Basi Masi. Ich habe das extra abgeklebt, dass man keine Adresse aus Versehen sieht. Was bekommen, hat er mir geschenkt. Erstmal Grüße gehen raus an Basi Masi. Vielen, vielen Dank. Und zwar ein Resident Evil 4 Steelbook für meine Sammlung. Und die sieht wirklich heftig aus. Da kann ich auch gleich mal die Disc rausnehmen, weil jetzt ist ja gerade Dead Island in der PlayStation. So. Und dann mache ich mir meine CD hier rein. Dann kann ich mir die so schön
in den Schrank stellen. Sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Richtig, richtig schick. Hab mich sehr gefreut. Richtig geil. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar habe ich mir eine Mütze für den Sommer gekauft. Ihr wisst ja, ich habe ja diese Hüte immer gehabt. Und meine Große sagt, damit sieht es zu altbackend aus. Und ja, irgendwie sah ich da aus wie Kojak oder so, keine Ahnung. Nee, wie ist denn der Matlock oder so, der alte? Waren halt so Strohhüte und so, die. Zeig hat mich halt alt gemacht. Und da habe ich mir überlegt, weil ich wollte sowas ja schon immer haben. Macht es jetzt nicht gerade besser, was ich eben gesagt habe. So eine Mütze von meinem Uropa. Die hat bei uns bekannt als APG-Mütze. Die hat mein Uropa gehabt. Aber nicht in dem Farbton, weil ich wollte sie in Schwarz haben, weil naja, der Opa hat sie so gehabt in so ein Grün ins Bräunliche übergehend so, oder ins Gräuliche, also ganz komisch, ein Farbmix, das sah ganz komisch aus. Irgendwie ein bisschen wie vergammelt oder so. Und die haben es irgendwie alle bei der APG gehabt. Und mein Opa war Brunnenbauer, aber war auch bei der APG mit bei. Und, oder hat für die APG gemacht, aber er war halt so an sich Brunnenbauer, hat Brunnen gebaut. Und die hat so eine Mütze gehabt. Und alle, also ich kenne die Mütze eigentlich nur. Also bei uns haben sie alle APG-Fahrer aufgehabt. Also wenn ein Trecker vorbeigefahren ist von der APG, dann hat der so eine Mütze gehabt. Und was sagt meine Mutter, nachdem ich ihr das gezeigt habe gestern, sag ich, was ich mir bestellt habe, weil ich noch ein paar Mark über hatte. Und weil ich halt eine, ich habe mir keinen Bock, mir die Glatze zu verbrennen wieder im Sommer, weil das ist kein schönes Gefühl, sag ich euch so, wie das ist. Und wenn die Sonne momentan immer so derbe knallt, wenn ich am See bin und so, das ist dann nicht schön. Also ich muss ja dann raus mit Kindern am Spielplatz, auf dem Spielplatz und so, logischerweise. Das ist nicht schön. Und ich habe sie mir in Schwarz bestellt. Ja, schwarz sieht die Sonne schön an, aber egal. So, wartet mal, ich muss halt das erstmal so reinmachen. Ich will nochmal gucken, ob die überhaupt passt. Nicht, dass ich da dann halt noch eine nachbestellen muss. Aber eigentlich müsste die passen, weil ich hab meinen Kopfumfang ausgemessen. Die sollte passen. So. Nee, ist zu eng. Die muss ich noch mal größer. So, die habe ich mir bestellt. Was sagt meine Mutter, nachdem ich die mir bestellt habe? Dann hätte ich die von Opa alle ja nicht wegschmeißen müssen aus DDR-Zeiten. Die hatte alle Farben und auch aus Kord und was weiß ich. Ich hatte wohl sowas als Kind auch, aber das mit einer Seite hier aus Fell. Und ja, die war wohl ganz, ganz beliebt in der DDR. Keine Ahnung. Aber die ist wirklich, ich habe mich ausgemessen, aber die ist trotzdem zu eng. Ist eine 58? Eine 58. Also die ist mir zu eng. Ich brauche, Scheiße, dann brauche ich doch noch eine 60 oder eine 61. Also die ist mir ein bisschen zu eng. Die gefällt mir nicht. Also die muss ich dann wahrscheinlich zurückschicken. Muss ich mit dem Verkäufer mich in Verbindung setzen. Wie das läuft mit dem Rücksenden. Dann muss ich da auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der die noch hat. Ihn zwingt nochmal größer. Weil dieses wirklich, also locker ist anders. Also ich komme ja nicht mal bis runter hier. Ah, na gut, ich bin ja schon oben. Ich mache mal die Kamera ein bisschen rum. So. Ja, die kriege ich ja nicht mal so einfach ab. Ja, jeweils. Ja, Förster hatten die damals bei uns auch. Ja, die muss wenigstens eine Nummer, also einen Zentimeter muss die mehr. Also die sitzt jetzt ganz normal drauf. Also nicht so, dass ich Kopfschmerzen kriege, sitzt fest drauf, aber ist mir ein bisschen unangenehm, ein bisschen ganz, ganz doof. Ah. Nee, da muss ich eine 59 brauche ich mindestens. Schade. Na, ja, muss ich nochmal den Kontakt hier suchen. So, dann können wir die Uhr wegpacken. Dann wird noch mal ein Video kommen, vielleicht mal gucken, ob ich die überhaupt umtauschen kann. Das ist bei eBay bestellt.
und wie das denn geht und ob er überhaupt eine Nummer größer hat. 16 Euro habe ich bezahlt für die Mütze. So, Gott sei Dank habe ich das hier nur oben aufgerissen alles. Ja. So, ich habe aber, habe ich denn noch irgendwas? Nee, sonst habe ich nichts. Also sonst habe ich wirklich gar nichts weiter, was ich hier jetzt euch präsentieren kann. Das ist mein Einkauf. Wie gesagt, nichts wildet. Gut, die Spiele, die hätten jetzt nicht sein müssen, aber für euch hätten sie sein müssen. Die Bauchtasche brauche ich, weil meine Wasser nicht mehr wasserdicht ist. Batterien brauchte ich. Die Große braucht den Badeanzug. Klositz braucht nur Rotband, Entfeuchter, alle Sachen. Also eigentlich alle Sachen, die man wirklich braucht. Jetzt krieg ich Sodbrennen. Und Messer natürlich auch. Und ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.